Aber hier geditschelt war richtig gut. Aha. Den hätte ich mir auch geholt. Also hätte ich gewusst, dass er drin ist, den hätte ich auch genommen. Aha. Und hier kommt kein Typ. Oh, Michael, ich wünsche dir auch eine schöne Schicht. Schön, dass du da warst. Pass auf dich auf und bis spätestens Montag. Schön, dass du da warst. Pearl, bei mir sahen die Beete eigentlich nicht im, also nicht schlecht aus immer. Und bei dir sieht's schepp aus, oder was? Ich habe 3 Punkte ja noch zu vergeben. Klingklong. Ich hab die Kiste. Oh, gut. 8 Plätze, fertig. Ja. Noch ein halber rum. Kling klong. Ach so, ich muss meine auch noch holen. Vorsicht! Jetzt kommen meine Zimbos noch. Markiere mir das mal hier. Ach, da ist ja noch einer. So, dann wird das Ganze mal markiert. Ach Quatsch. Wegpunkt speichern. Schuss. Gut. Bin ich schon nächste wieder reinfährt. Ach so, Macke, das. Ah, okay. Ja, das ist auch gut. Ja, das ist auch gut, das Modus, ja. Dann sieht man Irgendwo es ist noch wenigstens. einer. Ich höre nichts. Macht aber wenigstens eine Fackel dran, damit das auch im Dunkeln sieht. Ja, Ach, da irgendwo ist noch hinten. einer. Ein Ja. halber. Hallo Marco, Hallöchen. Ich habe keine Fackel einstecken. Die habe ich zu Ach Hause gut. gelassen. So. Du willst nicht mit da, die 8,8 Kilometer, oder? Ja. Ich nicht. Ha? Ich komme mit. Ja, Ich fahre kommst du mit? vorweg. Dann Ja. tue ich dir das aber auch noch mal teilen, die Quest gleich. Gibt doch alles XP. Da hast du recht. Ah, Stufe 4 halt auch, ne? Das wird gleich lustig werden. Ja. Lass mal merken. Hast du sie? Ja. Gut. Vielleicht seid ihr schneller wieder zu Hause, als auch die 8,8 Kilometer nicht fahren. Ja, vor allem jetzt auch dran denken, die Autos mitzunehmen, das Benzin, ne? Gleich heraus, eigentlich müssten wir Vorhersage machen, ob wir überhaupt noch nach Hause kommen. Geht der Chef in der Sprit aus? Geht mir der Sprit aus, ja. Und Auf jeden Fall. eigentlich müssten wir die Straßen fahren, gell? Ein volles Motorrad schafft ungefähr 4,5 Kilometer. Dann ist es alle. Ohne Oh, extra Mühe. okay. Also du kannst die Spritsparmutter reinbauen und die
in den ganzen Quatsch, dann verbrauchst du nur die Hälfte, aber ansonsten. Ja. Ich versuche mal hier die Straße entlang zu fahren, weil ich habe gerade gesehen, da sind noch der Händler 5 auf dem Weg. Dann können wir ja auch noch mal besuchen. Aber immer. Notfalls wird zurückgelaufen. Ja. Dann ist es dann der Wandersimulator. Dann sind wir aber erst bei der nächsten Horde da. Ja. Wolltest du nicht die Autos mitnehmen? Ja, das Auto sah mir schon so leer aus. Das nächste. Ja. Es gibt gar nicht mehr so viele Autos, ne? Dann lasst ihr die Loot-Container stehen oder nehmt ihr alle Autos mit? Eigentlich alle. I'm walking down the street mit dem Kanister in der Hand. Ja, Mann, Macke. Dann haben wir die Aral-Werbung wieder, ne? Holst du dir ja auch gleich noch eine Quest, oder? Nee, das, dann ist so durchgewuschelt. Eine 4er AK. Beware. Das ist ja auch nett. Ich guck nur kurz, ob der vielleicht eine Säure hat. Der hat ein Fahrrad. Der hat Ödlandschätze, Band 1 mit Honig. Das gönne ich mir mal. Well, it's about time you bought something. Wir sind so alt, dass wir die Werbung noch kennen. Schon bei der Werbung waren wir schon alt. Oh je. Und gleich ins Auto packen, das Benzin. Okay, wir kommen eigentlich direkt darauf zu. Jetzt lernen wir mal die Map kennen, Leute. Und wenn wir dann wieder nach Hause kommen, hat der Paddel eine riesengroße Base gebaut. Pass auf. So schnell geht es wieder nicht. Beim Händler, oh ja, nach den ganzen Mods gucken, Pearl. Ja, da hast du recht. Gucke ich aber auch immer. Ich gucke nach allem irgendwie quasi. Brauchst du Mais, Paddel? Ja, immer. Entschuldigung. Mods, Säure, Bücher. Jetzt noch eine Säure gekriegt? Nee. Also eine Säure brauchen wir noch, dann könnten wir uns eine Chemiebank herrschen. Okay. Die finden wir. Da könnten wir, dann geht's in die Produktion von Schießpulver, damit man Munition herstellen. Mhm. Also ich denke mir mal, ab Blut, also spätestens ab Blut 8, Tag 28 wird es ja auch. Da würdest du denken, das ist 5 hier.
Weil die zwei Blutmunde, die waren jetzt gerade hier eigentlich mehr Spitze. Altstoffsammlungsskillen. Altstoff, ja. Stimmt, ich habe noch zwei Punkte. Habe ich, glaube ich. Warte mal, wo waren das? Intelligenz, ne? Nee. Altstoffsammlung. Ei, ei. Brauchen wir jetzt noch was zu essen für unterwegs? Ich hoffe nicht. Ich frage mal. Zur Not esst du den Mais oder jagt euch noch ein Tier und. Ich bin ja gerade dabei, weil hier wohnt ein Hund an der Maisfarm. Dann würde ich den Hund schnell erlegen. Oh ja, mach. Fleisch ist immer gut. Ich nehme auch den nächsten Bär wieder mit. Gibt auch wenig Bären, ne? Und Hirsche habe ich bisher nur einmal im Schneegebiet gesehen. Auch. Ja, ne? Den habe ich getötet. Toll. Das war vielleicht der Alpha-Hirsch. Du hast die Hirsche ausgerottet, Paddel. Ist da? Ja, toll. Hey, ein Kochtopf haben wir auch schon mal. Da können wir wenigstens dann mal das Essen kochen. Oh, das ist ja ein cooler Händler. Oh, das würde ich gerne mitnehmen. Oh! Das ist doch... What do you want? Hallo, mein Freund. Was geht ab? Übers Auto kannst du hoch aufs Dach klettern. Kannst auch noch looten. Habe ich noch nicht geschafft bis jetzt. Über den Bus vorne, über den Motorhaube kannst du hoch. Ja, hab ich bei mir noch nicht geschafft. Oh, geil, Alexander. Cool. So, Fleisch haben wir. Zack. Das haben wir schon. Das kann ich aber... Nee. Stimmt, über den Bus bin ich gekommen, aber ich bin oben nicht reingekommen. Für euch mitnehmen. Don't let the door hit you on your way out. Alles klar, mein Freund. Das kriege ich immer alles hin. Was ist hier oben? Beim Händler? So. Hab gerade geschaut, finde nicht, wo ich das einstelle, dass die Säcke nicht verschwinden. Das kannst du nicht einstellen. Doch, das kann man einstellen. Darüber haben wir ja schon damals gesprochen, als wir auf dem Server waren. Und da haben ja dann auch Leute geschrieben, weil wir konnten nicht alle Säcke looten. Und da haben auch einige Leute im Chat geschrieben, das haben sie sich so eingestellt. Ja, dann in der Config vielleicht auf dem Server, ja. Meinst du, es geht nur auf dem Server dann, oder was? Nicht, wenn man selber der Horst ist. Nee, direkt in der Config, dass du das in der Config änderst. Ja, das meine ich ja. Genau, aber wie das jetzt genau heißt, Shirley, das weiß ich jetzt auch nicht. Da gucke ich immer nach. Säcke. Spawn. Da gucke ich nochmal nach, wie das heißt. Ich habe das nämlich auch noch nie verändert und dafür muss man dann immer rausgehen aus dem Spiel. Da muss ich mal nachgucken. Danke. Da muss ich schon mal nachgucken, Nadine. Bei Beutebonus. Aha. Ja, Parkour. Ich glaube, ich habe schon zwei Parkour geskillt, Pearl. Aber ist halt auch noch nicht so yellow of the egg, ne? So, wo will denn der mich hier hinschicken? Wieder da hoch. Ich muss aber runter. So, das heißt, ab geht's ins Schneebiom. Ja, ich hoffe, du hast ein warmes anzuziehen. Kaffee.
Wäre toll, wenn man aus den vertrockneten Maispflanzen auch was bekäme, ja. Das stimmt, ne? Oh, noch ein Hund hier. Ja, aus den vertrockneten vielleicht Samen und aus den normalen dann die Früchte halt. Ja. Okay. So ein Quatsch haben sie ja schon mit dem Supermais versucht, der dafür nicht zu haben ist. Also für ein bisschen. Ja, also Kleber. Ne? Die 3 Kanonen Supermais, die du findest, brauchst du gar nicht loslegen. Ja gut, ich habe jetzt schon einige von Supermais. Stimmt, die Chefin hätte ja auch mal das Grace-Gebäude machen können. Albi, was willst du denn hier schon? Hätten wir für Fleisch auf jeden Fall. Ja, Parkour ist auch ein Muss, Pearl. Parkour muss man immer skillen hier bei 7 Days, ja. Und ich kenne 3 Kisten hoch, wirklich. Nur ich habe irgendwie das Problem bei der A20, dass ich gefühlt. Oh. Alles will. Zur selben Zeit. Du hast ja wenigstens vor uns deinen Puffermantel noch gemacht, so schlau wie du bist. Hoppla, ein taktisches Sturmgewehr auf Platz 5. Oh, das ist gar nicht so gut. Weil das kannst du gar nicht. Ich arbeite gerne mit dem taktischen Sturmgewehr. Naja, du kannst es immer nicht so hoch modden, dass es wirklich effizient ist. Die Ladezeit sind auch nicht so lang. Ach du heiliger Strohsack. Ach du heiliger, sehe ich ja jetzt erst. Du gehst ja auch bei jedem Bär. Fuck, da ist ja noch einer. Oh, gefährlich. Oh Gott, 2 Bären. Na, euch mache ich nett, Kinder. Euch mache ich nett. Das ist mir zu heikel. Ich brauche leider noch ein paar Meter bis zu dir. Aber eindeutig zu viel eingesammelt. Ja, alles gut. Ich mache ja auch dauernd Pause. Weil die Bären geben richtig gut. Ja. Leicht Knochen und Leder. Oh, ein Wölfchen. Ja, hier im Schneebiom, da ist schon ganz gut was los. Also hier kriegt man immer Fleisch. Opfer dich für die Kommune. Oh Gott, das war ein feraler Hund. Und er lebt noch. Ja, das sagst du, Wolli. Ui, jetzt bin ich schneller zu Hause, als mir lieb ist. Oh! Kannst du mal einen Kilometer zurückfahren, das Motorrad bin ich? Ach, das finden wir wieder. Ja, ich kann dir jetzt ein Mini-Motorrad geben, das haben wir ja noch hier. Bist du direkt auf der Straße hier gewesen? Nee, mittendrin. Das sehe ich ja leider nicht, ne? Aber das ist der letzte Punkt. Kannst du mir das noch teilen oder so? Hast du dein Motorrad voll? Da ist nur eine Handvoll drin, nicht viel. Weil ich bin halt auch voll, ne? Mein Motorrad ist voll und ich bin voll. Da ist nur ein bisschen Essen drin. Und Benzin. Ja, ich teile dir das mal. Wegpunkt speichern. Motorrad. Hatte PC-Probleme und Seechefin ist immer noch da. Ja, mega Waldram. Bibi. Schön, dass du wieder da bist. Mal 3 Kilometer, ein bisschen weit weg.
1,2. Ja, ich muss auf dem Rückweg vielleicht, oder? Da sowieso wieder dran vorbei. Wollen wir es so machen? Naja, ja, da ist nur ein bisschen Essen und Zeug drin. Okay. Ja, du kannst das Mini-Motorrad nehmen und dorthin fahren. Oh, das muss es. Ist ja auch eine Idee. Ja, mach das, Macke. Tu erst mal was essen, ja. Dann müsste ja rein noch ein Mini-Motorrad fehlen. Ich habe eins jetzt hier. Und das, was jetzt vor der Tür steht. Ach, oh, ich bin in der Schneestadt. Na dann. Gucken, wo der Händler ist. Hier. Was, du bist gerade am Feiern, dass du wieder hier sein kannst, Waldram, oder was? Das jammern. Ich darf jetzt nicht sterben. Ja, du brauchst eine Fackel, weil du erfrierst gleich. Ja. Oh nein, und schon wieder ein Bär. Wenn die nicht feral sind, tun sie dir nicht. Nee, doch die greifen schon an, wenn ich in der Nähe bin, ne? Wenn du mit 10, 15 Block entfernt gehst, passiert dir nicht. Die Batterien kamen im Generator? Ja, ich meine ja. Batterien kommen auch in den Generator, ja. Und in der Batteriebank vor allen Dingen. In den Generator kommen die Motoren. Batterien, Batteriebank und Generator kommen, da kommen die Motoren rein. Da hast du recht, Marke. Da hast du vollkommen recht, Marke. Das mache ich auch. Warte. Erstmal Händler 6 ist das. Wegpunkt speichern. H6 und teilen. Dann erstmal was essen. Krass, oder? Was du auf dem schießen kannst. Das darf ich jetzt nicht so oft machen. Dann macht's Aua bei mir. Dann habe ich keine Muni mehr. So. Hier ist ja nichts drin. Hier sind noch die ganzen Schweinchen drin. Die machen halt auch Aua, ne? So gemein, ich weiß. Bitte nicht droppen, bitte nicht droppen, bitte nicht droppen. Alles nur für den Paddel. Alles für den Club. Ja. Alles für die Kommune, wie der Wolli so schön sagt.
Kann ich irgendwas zerlegen? Nee, ne? Schnell guten Abend sagen und viel Spaß wünschen. Danke, Flowbexen. Servus. Dankeschön. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Wir haben schon wieder die 11,5 Stunden gepackt, Leute, ey. Wir verrückten Hühner. Aber wie gesagt, es gibt viele, die sagen, sie können das nicht. So lange streamen. Aber ich sag dir, das geht schon. Wenn du dich an einem Spiel festbeißt, geht alles. Wenn du nicht alleine bist. Auch. Obwohl, wenn ich überlege, ey, ich habe auch mindestens immer 12 bis 16 Stunden am Computer gehangen. Mit 16, 17 habe ich Sims gesuchtet alleine. Das geht auch. Ja, aber irgendwann gehen dir nach 8, 9 Stunden mal die Themen aus, über die du dich unterhalten kannst. Auch mit meinen Sims habe ich mich immer gut unterhalten. Genau, Fuchsgang, Prost. Vor allem, ich rede ja sowieso die ganze Zeit mit mir selbst. Also mir gehen die Themen nie aus. Ach, solange du dir nicht selbst widersprichst, geht das. Richtig, ja, genau. Mal das Mobile einstecken, nicht, dass es noch weg ist. Ah, schön. Oh Mann, ey. Was hab ich gesuchtet? Na dann. Ganzen Sommerferien vom Computer gehockt. Der Wildschwein hat mich ignoriert. Oh, Kleber. Ich rede auch öfters mit mir selbst. Schließlich brauche ich ja auch mal kompetente Meinungen. Richtig, Macke. Ja, ja, richtig. Genau. Guten Tag. You still hanging around? Ja, ich hänge immer around, mein Freund. Ich bin der Herr Herumhänge. Oh. So, Klauenhammer. Also das will ich schon mal verkaufen. Das braucht keinen Platz. Ich brauche Platz. So. Hat du was Schönes von mir? Von mir für mich? Eier soll ich immer kaufen, hast du gesagt, gell? Mhm. Ja, gut. Eier brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viele, weil du irgendwann mal ja nur noch die normalen Gerichte machst, dann brauchst du keine Eier dafür. Aber für einen Händler brauchst du den super leckeren Käsekuchen. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Mhm. Na, der habe ich ja der Chefin schon gemacht gehabt, aber. Soll ich dir die Chemiestation kaufen? Die. Hä? Was kostet denn die? 12. Nein. That's all you're gonna buy. I'll let you show yourself dann bring mir lieber eine Säure mit. Eier, wir brauchen Eier, Fuchsgang. Immer. Immer. Ja, Bohrer, wenn du findest. Guess you're not so bad after all. Die klingt so kacke in der A20. Ja. Ich habe sie noch gar nicht gehört. Ich weiß es noch nicht. Wir haben für teuer Geld einen gebaut. Aha. Ach, wir haben ihn nie wieder benutzt. Einmal und das war's. Ach, cool. Das ist ja lustig. Gut, der war noch nie so toll, ne? Vom Sound her. Und da so wenig effektiv. So. Ich sitze auf dem Babett. Ja gut, ich habe jetzt schon den 6er-Erdbohrer mit allen passenden Mods drauf, dann geht das schön. Na gut, das ist ja was anderes. Aber wenn du alles schön aufgelevelt hast, bist du mit der Spitzhacke angenehmer, viel schneller irgendwie. Die
Die Scheinwerfer vergeben gutes Geld. Ich glaube, die brauchen wir, oder? Brauchen wir Scheinwerfer? Nein. Also, gerade nicht. Du warst wie bei Manfred und Günther. Ja, Mann. Manfred und Bernd sind am Start. So, ich könnte noch 6 Kilometer fahren und mich einen Sammelpunkt bauen. Ich kann das nicht mitnehmen. Tschüss. Wo ist denn die Miezekatze, die hier die ganze Zeit rumplögt? So, weiter geht es. Noch 4,1 Kilometer. Du hast auch noch so weiten Weg. Ich dachte, du bist schon da. Nee. Da könntest du ja hinterher gefahren kommen. Ja. Dann lohnt sich das ja sogar noch. Ja. Kurze Frage. Ihnen ist schon bewusst, dass Sie auf dem Weg zu einer Quest sind und dort auch noch looten wollen. Da ist ein volles Motorrad hinderlich. Fuck. Ja, ja. Nee, ist mir nicht bewusst gewesen, Macke. Ich war voller Loot-Geilheit gerade. Was mache ich denn jetzt? Jetzt setzt eine Kiste und packst das Zeug rein, was du jetzt gerade nicht brauchst zum Transportieren. Auf dem Rückweg stack Moss und legen es zusammen. Oder beim Händler. Legst beim Händler davon eine Kiste ab. Ja. Eine geile Möglichkeit wäre natürlich, wenn Paddel mit dem Tragschrauber kommen würde, ne? Ja, klar. Dann soll ich mich nicht gleich beamen. Das wäre doch was. Da könnte Frank nicht mal vorbeikommen. Ja. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Ja, alles andere haben wir ja noch nicht mitgenommen. Ich habe ja noch das Minimobit einstecken. Ich habe ja auch noch Minimobit. Also. Ich bewege mich ja noch mit einem Minimobit. Ah. Also alles lasse ich mir nicht unterm Arsch wegnehmen. Nee. Kriegst du ja wieder. Oh, Bären. Gönn dir, Paddel, gönn dir. Drei Stück. Ach. Nee. Noch einer, vierer. Mensch, wie viele Bären hast du denn hier eingebaut? Und ein Schneeleopard. Ich hab Angst. Hat ja an Tag 16 hat er wieder neue Angebote. So, morgen. Also morgen kommt er neuer. Den Tierrespawn hast du gut eingestellt. Ja, aber nur im Schneebiom, ne? Naja, im Schneebiom ist aber immer schlimm. Aber so 4 Bären und noch 2 Wölfe nebeneinander hat man selten. Jetzt habe ich bestimmt den Händler verpasst. Oh, das ist eine riesengroße Stadt im Schneebiom. Ach, wie lustig. Na, hier hast du deinen Spaß. Hier geht's rund. Jetzt bin ich bei dem Händler 2 Kilometer von dir entfernt. Mhm. Fahren wir kurz rein. Ich bin sicher, bin ich, weil ich brauche eine Fackel oder irgendwas. Ich bin nicht erkältet. Und die Tür nicht zugemacht. Mach das, Macke. Ich bin immer noch am Stream. Ja, Mann, Keller Rage. Ja, Mann. Und WB. Ja, ich bin mega Suchti. Ich bin richtig Suchti, ja. Sind wir das nicht alle? Ja. Sind wir nicht alle ein bisschen Suchti? Oh, ja. Die Chefin will ja die Zeit mit mir genießen, weil ich nächste Woche nicht da bin. Ja. Ja. Gut, ich könnte später kommen, ja. Ich bin ja immer nur von 8 bis 16 Uhr nicht da.
Ja, du kannst da später noch drauf, ja. Mhm. Ja. Außerdem waren wir ja lange abstinent, Paddel, ne? Wir haben ja sehr lange nicht zusammen gezockt. Ja, spielst du ja immer die falschen Games. Ach komm! Dir würde das auch so Spaß machen, glaub Nein, mir. Dann doch. Dann hätte ich es dir empfohlen. Ja, genau. Vielleicht muss ich dir ja mal ein Spiel empfehlen. Also das gäbe zum Beispiel auch Icarus, das habe ich mich schon lange angeguckt. Das ist einfach nicht meins. Weil du auch nichts bauen kannst, oder was? Nee, bauen kannst du ja. Du kannst doch die Außenwelt spielen. Da hast du doch nur. Ja. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Okay. Genau wie Ark. Ist auch überhaupt nicht mein Game. Ah oh ja, wenn es so ist. Dann spielen Night of the Dead. Das macht Spaß. Oder wie Conan. Das ist nicht mein Game. Ah oh ja. Das gibt's. Wenn ich gewusst hätte, dass du so unterwegs anstellst und dass du erst mit Einbruch der Nacht ankommst, dann hätte ich eher nicht auf dein Überleben gewettet. Oh, die Wüste! Na super, das ist halt aber nur Wüste oder hast du die tote Welt? Nee, Wüste. Wüste kommt dann nach dem Schneebiom. Zu Fuß durch die tote Welt ist genial. Ja, Keller Rage. Ich liebe auch Icarus. Ja. Finde ich auch mal ein ganz anderes Survival-Game. Macht mega Spaß, ja. Ja, Arizona, ja, ja. Aber das gibt's. Ja, dass man sich ein Spiel anschaut und sagt, nö. Bei mir ist halt immer nur das Problem, ich gucke mir Spiele an und bin mir halt nicht sicher. Manchmal sage ich Nein zu Spielen, die ich am Ende doch richtig suchte. Deswegen, ich höre da auch gar nicht mehr auf mich großartig, sondern ich lasse mich jetzt auch einfach, ach, vor allem mit zum Beispiel Paddel hat sonst immer recht gehabt. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, oder ihr vorgeschlagen habt, hat sie erst oder die meisten hat sie abgelehnt, wenn sie auch, doch, wie Valheim zum Beispiel. Ja. Wow. Leute, das ist die Base. Diese Base wollte ich, eine ganz neue Base ist das, wo ich jetzt bin. Ein riesengroßes Anwesen mit Pool, mit Tennisplatz, mit allem drum und dran, das wollte ich selbst in der A20 als Base einnehmen. Und das muss ich jetzt looten. Das ist unsere Quest. Wenn du Alter. Wartest, ja, ich warte. Noch 3,6 Kilometer. Ich warte. Weil die haben wir schon zweimal gelootet, das Ding. Ja, ist die gut? Da unten hast du ein großes Waffenarsenal. Oh, geil. Aber da musst du halt viel durchklopfen. Was, es geht nicht um PvP, endlich das perfekte Game für mich. Bei Ark und Icarus meinst du? Ja. Ölschieferbiom, yeah. Ja, unser Spiel Sons of the Forest kommt noch mit Paddel und mir. Ja, ja, ja. Ja. Oh mein Gott, das werden wir so richtig geil. Ja, da geht's so richtig rund. Ich meine, das wird doch der erste, wenn überhaupt, da könnte. Wahrscheinlich, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es 24-Stunden-Stream geben könnte. Ach du Scheiße. Paddel, hör auf. Ich hab Angst. Ach, bescheiden. Oh. Ich mach mit. Ich hab Angst. Ja, weil 24 Stunden tun halt einfach weh. Ach, wenn du richtig vertieft bist, da geht die Zeit so schnell weg. Die Nacht, es ist halt immer die Nacht. Aber ja. Wenn du vorher ausgeschlafen bist, im Winter wird so schnell dunkel, dass dein Körper das auch egal. Ja.
Ein 48-Stunden-Stream. Anja, hör auf! Lässt Twitch gar nicht zu. Ja gut, musst du schon genehmigen. 23. Ja. Machst 23, schürst auf, startest wieder und fertig ist. Ein Motorrad reicht nicht. Ich weiß, Pearl. Ihr werdet dort übernachten. Ich glaube auch Meister Nadel, ja. Ja, das ist weißt zu du, groß für eine Base-Keller-Rage, das Gebäude, ne? Und weißt du, was das Schöne ist? Oh, der Anja wollte das auch mitspielen. Nein! Klar, das hatte ich doch damals gesagt, wo wir uns schon mal darüber unterhalten haben. Oh, das wird lustig, Anja. Oh, Wolli, ich werde dann mal ins Bettchen wandern. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Das wünsche ich dir auch, Wolli. Schlaf gut, träume Schönes und schön, dass du da warst. Ja, Mann. Ciao, ciao. Da hieß es noch, ich und noch irgendjemand geht vor und Anja und Chefin gehen hinterher. Ja, ich bin der Sniper, der von hinten killt. Ja. Gib mir nur eine Waffe in die Hand. Und was dann so The Forest, hast du ja anscheinend dann endlich mal eine Waffe, ne? Last Oasis sagt mir gar nichts, all dir. Aha. Ich schreib doch, wir. Ich rede nur das jetzt schon die ganze Zeit vor deinem. Ja, geil, Monkey. Ich wollte eigentlich erstmal. Ob du ein befestigtes Gebäude findest. In der Zeit. Weil in 2 Stunden ist Nacht. Und 3 Stunden. Ja, dann tun wir uns aufs Dach von dem Gebäude. Weil das ist das einzige Gebäude hier im ganzen Umkreis. Dann musst du aber erstmal durchkämpfen. Wenn da Ferale dabei sind, wird das lustig. Weil das ist nämlich ein Vierergebäude, da macht das keinen Spaß mehr. Da, irgendwas mit der hohen Turm, mit dem Funkturm oben drauf, die ist meistens stabil. Oder okay, Kesselhaus. Oh. Das schaffen wir. Oben auf dem Dach ist ja niemand. Bist du durchs tote Biom durchgefahren? Nein. Ich stehe nämlich direkt davor. Oh. Nee, ich bin durchs Schneebiom, durch die große Stadt gefahren und dann kam das direkt vor mir. Kannst du mal kurz deine Karte aufmachen? Jupp. Musst rechts. Rechts kommt eine Straße. Okay, gut. Danke. Bitte. Ah, okay. Ja, kann ich verstehen, Keller Rage, ja. Ich schreib doch wir. Ich rede mir das jetzt schon die ganze Zeit fest ein. Oh, geil, Anja. Oh, das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Da haben wir damals lange drüber geredet, Chefin. Zeugst du? Bist du schon so alt, dass Alzheimer langsam grüßen lässt? Vielleicht. Ach Mann. Übrigens, deine 2 Bären leben immer noch, die du vor uns umfahren hast. Okay. Die warten rechts, links am Straßenrand. Gut, Gunnar, Miga. Ja, erst muss Anja wieder in die Reihe kommen, genau. Ja, ja. Ich will mich ganz doll trauen. Ja, wir schaffen das doch. Außerdem haben wir doch Paddler an unserer Seite, Anja. Last Oasis ist ein Survival-Spiel. Was war denn das? In der Wüste, wo man große Walker bauen kann und immer weiter gen Osten ziehen muss, weil die Server im Westen verbrennen. Krass. Was war denn das für ein Geräusch? Was mache ich denn? Oh, der Ast, ein Geier. Juhu, bin gleich da.
Ja. Oh, das wird lustig. Hast du jetzt noch genug gekochtes Essen? Ich habe nur noch ein Essen am Start. Ich habe einen Topf mit. Auch nur eins. Und Wasser habe ich eins mit. Hm. Oh Gott. Aber wir könnten irgendwo in den zumindest. Ach, kann ich noch nicht mal. Hey. Ein Lagerfeuer basteln. Sneak und Rennfinger an, ja. Das hört sich auch geil an. Menschen am Hull. Mein Sneak und Rennfinger. So, dann kannst du ja erstmal gucken, ob du was nehmen kannst oder. Irgendwas kommt mir entgegen dran. Was machst du denn jetzt? Ich baue ein Lagerfeuer. Ach so. Damit wir uns irgendwas zu essen machen können. Ich habe extra unterwegs gesagt, ich habe einen Topf gefunden. Ja, ich auch, aber ich habe einen zerscrappt. Ja? Macht man. Ich leg gerade eine Mine an. Auch gut. Gekochtes Fleisch ist gut, ne? Geil, Macke, wir sind auch angekommen. Guck mal. Ah, hier drin ist nämlich ein Pool. Ein Pool bedeutet sauberes Wasser machen. Und sauberes Wasser bedeutet Fleisch abkochen. Ja. Ich habe 125 Fleisch, also wir werden überleben. Gelben Kreise auf der Karte. Ja. Da ich aber selber noch nichts zu essen kochen kann. Also doch gekochtes Fleisch. Einmal. Aber wir werden. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass wir halt sterben werden. Weil das ein Tier 4 Gebäude ist. Ein riesengroßes Ding. So heavy ist das gar nicht. Wenn wir es nicht mit in der Nacht machen, ist das nicht weiter schlimm. Aber wir kriegen das jetzt nicht mehr heute hin, oder was? Wir können anfangen, dann müssen wir halt sehen, dass wir uns in irgendeiner Ecke verschanzen und Ruhe geben. Wenn du dich gar nicht rührst, ja, deine Kiste ist noch geschlossen. Achso, Moment. Ja, ich will nur kurz mein Motorrad wegfahren, damit das damit irgendwas passiert. Brauchen wir eine Kiste? In Geier. Ich habe irgendwo Schatten gesehen. Ich sehe nichts. Dann brauchst du deine Flinte. Okay. Was haben wir denn noch? Pack das Motorrad in die Leiste unten, dann bleibt es beim Tod erhalten. Genau. Ich habe keinen Platz, Macke. Ich habe keinen Platz. Und baut ihr einen Schlafsack? Ich glaube, jetzt wäre es ganz gut, ne? Mit Schlafsack. Ja. Mal wir noch die Lootkiste von vor uns einstecken haben, wenn ich dran erinnerst. Mhm. An der Feuergegend. Mhm. Ich kann das Motorrad nicht einpacken. Das ist ja gerammelt voll, Macke. Ja, dann noch eine Holzkiste. Baust du dir eine Holzkiste? Und packst den Rest dort als Motorrad rein. Mach ich nämlich auch gerade. Sterben oder nicht sterben, das ist hier die Macht Frage. Macht euch 3-4 Holzkisten, stellt die draußen hin, so könnt ihr dann alles übereinander stecken, wenn ihr dann draußen fertig seid mit Sortieren. Genau. Machst du oder soll ich? Ich habe mich jetzt in der ersten Kiste gesteckt. Okay. Ich habe kein Holz mehr, mein Holz ist schon im Kochding drinne. Machen die eine erstmal leer. Das. Das heißt jetzt Motorrad ausräumen, in die Kisten rein, ja? Genau. Wir fangen mit der ersten Kiste an, da werfen wir alles rein und decken das praktisch und am Ende dort so von einer Kiste zur anderen. Dann füllen wir nämlich alles auf und kommen nicht durcheinander. So. Gut. Die erste Kiste haben wir angefangen. Wie Benadine!
Ich steck bestimmt was da jetzt rein, was da nicht rein soll. Du guckst einfach drüber danach, was dir fehlt. Weil eigentlich brauchst du nur Einbruchswerkzeug und Lootwerkzeug mehr nicht. Und ein paar Verbände und Muni. Und was zum Reparieren. Chefin braucht auf jeden Fall ihr Geld. Weil ja, ich tue mein Geld jetzt auch in die Kisten. Ich habe meins auch schon in der Kiste. Ja. Wie sieht's aus? Klipp das! Die Chefin ist erstmal heute Geld unterwegs. Hilfe! Erste Mal mit mir gespielt und schon arm geworden. Wo seid ihr? Nicht schnell hin, klauen. Ins Looten sind. Ja, 8 Kilometer ist ein bisschen viel für mal schnell hin. So. 18,57, also wenn du loslegen willst, dann... Meinst du, wir schaffen das jetzt, ja? Ein Stück weit schaffen wir. Das ist ja... Antropa, habt ihr nicht schon Säure gefunden? Ich habe keinen unterwegs gefunden. Ich habe Angst. Ja, danke, habe ich auch gerade gesehen, ja. Wir können ja erstmal looten, ohne die Quest anzunehmen. Ist das ein geiles Gebäude, oder? Ja, ja. Liebe Grüße von Stefan, du hast noch 7 Minuten. In 7 Minuten das Gebäude? Nee. Warum ist das denn 7 Minuten? Dann ist 10. Nee, stimmt ja gar nicht. Dann hast du deine 12 Stunden geschafft. Ja. Genau. Ach so, ja. Oh Gott. Also eine halbe Stunde dauert es ungefähr, bis wir durch sind. Reelle halbe Stunde. Macht halbe Stunde, 302. Oh, könnte knapp werden. Alle Werkzeuge fast kaputt, muss ich auch noch reparieren, ne? Dann mach das, dann lass uns mal hier vorher durchgucken, da kannst du noch nicht probieren. Und dann... Danke, Lina, ich wünsche dir eine gute Nacht, schön, dass du da warst. Schlaf gut. Übrigens, das ist eine Botschaft, die am Rand sind Minen verstreut. An der Mauer entlang, nur mal als Info. Mhm. Jetzt müsstest du das Buch gelesen haben, dass du die Minen aufsammeln kannst. Ich wollte nur gesagt haben. Also, erstmal einen Schlafsack. Was brauche ich denn dafür? Pflanzenfasern habe ich nicht. Ich habe welche. Und hier steht da genug rum. Hast du genug oder? Ja. Wo bist du denn? So. Schlafi. Setzen. In dem Haus hätten alle Zockersuchtis Platz mitzudatteln, ja. Ja, das gäbe eine fette Party. Minen, ich möchte bitte meine Wette neu platzieren. Briefkasten ist schon mal geleert. Ja. Also nichts mehr schief gehen. Den habe ich schon mal geleert, ja. Ich bin schon doch fast voll hier. Säubere das Gebiet. Wie steht mir eigentlich die Quote? Was gewinne ich denn, wenn ich jetzt hier? Minimum 1000, den ich gesetzt habe. Keine Ahnung, was noch. Jetzt 11 ist die Quote. Also ich krieg mit meinen 1000 krieg ich 11.000. Ja dann. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eierlecken. Denkst du, was die Chefin manchmal kostet dann zu uns? Wir brauchen ganz viele Eier, Lecki. Jetzt. Ich sehe schon kommen, dass sie um 22 Uhr noch draußen steht. Nee, wir müssen jetzt los. Wir müssen jetzt los. Ach so, das Motorrad. Weswegen wir es eigentlich gemacht haben, ne, Meister Nadler? Ich muss ja das Motorrad noch auf die Hand nehmen. So, bin bereit. Und dann? Mir ist ganz schlecht. Ach, so, komm. Auf geht's, ja. Und? Na. Es gibt keinen Schlafsack in der Sehenswürdigkeit, in der du die... Was? Dann sind wir zu nah dran mit dem Schlafsack. Ach so. Wenn es dumm ist, dann müssen wir die Kisten umsetzen. Nein. Na, vielleicht auch nicht. Nee, die Kisten musst du nicht umsetzen. Nee, der Schlafsack war nur zu nah. Ja.
So, meine ist hier vorne. Check it out, ne? Um weiter zu machen, ist wirklich schon 10, wissen wir nicht. Genug Muni? Nö. Nö, Macke. Brauchen wir nicht. Am Knüppel. Die finden sie. Nein, immer noch. Okay, dann werden die Kisten gerespawnt, ne? Da müssen wir sie doch umsetzen. Dann haben wir jetzt Pech gehabt. Die Kisten sind dann ja wahrscheinlich auch zu weit. Zu nah. Ja. Eigentlich darf das nicht. Nee, wenn er sagt, guck mal, wo mein Schlafsack liegt. Und der Schlafsack ist immer noch zu nah. Dann respawnt das ganze Gebäude ja hier, oder? Nein, keine Ahnung. Dein, dein Schlafsack hat doch wie beim Gebietsschutzblock so ein Käfig von 15 mal 15 Blöcken. Siehst du aber eigentlich beim Setzen. Zeig das doch an. Ja, aber dann verstehe ich es nicht. Okay, komm. Probieren wir es jetzt nochmal. 100 Meter. Warte, bevor du annimmst. Sie kann eh nicht annehmen, wenn du ja, sie daneben stößt. Alles gut, die Kisten sind geschützt. Du siehst doch, beim Schlafsack siehst du außen die Umrandung. Die weiße. So. Nein, immer noch nicht. Wo hast du denn deinen Schlafsack hingesetzt? Als Aufsteller mach's ganz einfach. Nimm den Schlafsack auf der Hand, starte die Quest und schläg den Schlafsack hin. Genau. So, mittlerweile haben wir es gleich halt. Ich lach mich gleich richtig tot, wenn die Kisten jetzt weg sind. Achtung! Du bist unterwegs, kannst du Geld. Nein, die Kisten sind nicht weg. Alles gut! Und jetzt legst du Schlafsack. Jetzt ist es wirklich halt. Darfst bloß nicht zwei rausreiten. Nicht, dass du zum Händler vom Gebiet weg bist. Dirk, so geht das doch. Alles gut. Dann lass uns erstmal durchrasen und ja, hier alle platt machen. Ja. Durchrasen. Du weißt ja, wo es lang geht. Hier hinten. Wenn du hier schon mal drin warst. Hier sind auch Hunde drin, ne? Okay. Oh, der Tennisplatz. Oh, wie schön. Ja, pass auf. Nicht schießen. Damit lockst du doch noch mehr drin an. Ich denke, du hast einen Schnippel. Ich wollte halt schnell sein. Gut, lass die liegen. So, weiter. Kann man später, ja. Wo geht's weiter? Was? Geht's hier nicht lang? Hast du eine Lampe gesehen? Eine Lampe? Das Licht zeigt uns, wo es lang geht. Ja, aber da war doch nichts. Wo sind Hunde? Wo siehst du Hunde? Komm hier vorne klar an. Ach so. Wir machen das Gelände. Und nicht so nah an die Mauern, an die Außenmauern gehen. Da, guck. Oh, Halleluja. Jetzt hast du aber auch geschossen. Naja, ist die Hunde, die... Das ist cool. Ich will hier wohnen. Hier gibt es sogar einen Jacuzzi. Weil mit meiner Game Stage habe ich nicht viel. Hier, da kommen jetzt die Mädels aus dem Wasser. Das Dumme ist, ich ziehe die mich jetzt alle an. Weil ich die willigste Opfer bin. Oh Gott. Busa. Wir werden alle sterben. Ich glaube auch, Maxim. Vor allem ja, durch keine Ahnung was. Oh, ich will hier wohnen. Einen Schlafsack in einem Stein gefunden. Das ist meiner. Den kannst du wegmachen. Ich habe ja einen neuen gesetzt. Wollte ich sagen, weil der nicht da stand. Na, ich konnte den in der Besen nicht machen. So, okay. Dann schläg den mal in die Loot-Tor-Kiste. Boris Becker sein Tennisplatz. Ich weiß schon, dass die unten auch noch. Weil sobald die Nacht losgeht, rennen die nämlich da raus, wenn die Geschüsse hören. Da kommen wir dann später rein, müssen wir uns dann durchklopfen.
Wir versuchen hier zu säubern, Leute. Juhu. Warum bleibt es nicht übrig, weil es uns verletzt gemacht wird? Hamita, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Oh, Leute, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Meine Perle der Nacht. Hi, Chris, WB. Meine Perle der Nacht. Ui. Where am I? Juhu. Ei, gute Maviba. Ich glaube, hier kommen Hunde. Bist du denn raus? Und Friedrich Chiller, vielen Dank für dein Follow und auch dir herzlich willkommen. Und Grüße auch in den Chat, Hallöchen. Alter, ist das Gebäude geil. Okay, hier geht's nicht weiter, ne? Wir müssen uns dann irgendwann mal durchschlagen in den, in so eine Art Sicherheitsraum. Mhm. Geht's bei dir noch weiter? Ich frage mich gerade, wo du hin bist. Ich bin die Wendeltreppe hoch. Aber ich komme auch hoch. Wenn ich sie jemals wiederfinde. Hier. Ah. Ja, siehst du? Da hab ich nämlich. Ach, da bist du. Ja, Mann. Und Hamita, Chris und Lecky, Prost! Klung! Na los, weiter. Hm? Ich folge dir. Achso. Nee, da sind wir hergekommen. Stopp.